Hallo und willkommen bei Schweiz, Kanada. Wir sind ausgewandert. Yay. Und nehmen euch mit. Doch bevor es losgeht mit unserer Geschichte hier in Kanada, zuerst einen Rückblick auf unsere Vorbereitungen für die Reise. Ja, kaum in Toronto angekommen, genießen wir hier noch die letzten paar Sommertage und wir haben uns überlegt, dass wir euch vielleicht ein bisschen erzählen, wie wir uns auf diese Reise vorbereitet haben. Ja, das Ganze hat ja angefangen mit dem Kofferpacken, das haben wir ja nicht so ganz dokumentiert bisher, darum wollen wir noch kurz einen Rückblick für euch machen. Ist ja auch langweilig, wenn ihr unsere Unterwäsche im Koffer rumliegen seht. Ja. Wir haben ja insgesamt 4 große Koffer mitgenommen, plus das Handgepäck. Und der springende Punkt war natürlich der Flieger. Denn da gibt es diverse Vorschriften. Eine ist ja, dass die Koffer ein Maximalgewicht von je 23 Kilogramm haben dürfen. Und dass gewisse Dinge, wie zum Beispiel alles, was ein Akku drin hat, muss ins Handgepäck. Das darf nicht im Koffer sein. Mhm. Hingegen alle Flüssigkeiten müssen im Koffer sein, die dürfen nicht im Handgepäck sein. Und ja, die meisten von euch kennen das Ganze ja sicher selber. Ja. Das war so der Ausgangspunkt, wie wir das Ganze aufteilen mussten. Und dann war der nächste Punkt, den wir genommen haben, ist alles Schwere ins Handgepäck. Denn das Gewicht war unser Problem bei den Koffern. Ihr könnt euch vorstellen, unser ganzer Besitz auf 4 Koffer, da ist das Gewicht dann relativ wichtig. Und wir haben dann auch jeden Koffer versucht, so gut wie es geht, wirklich an diese 23 Kilo ranzubringen. Das heißt, Koffer packen, schließen, auf die Waage stellen. Oh nein, 23,2, gut, etwas muss wieder raus, wieder auf die Waage. Oh, nur 22,8, gut, etwas kann wieder rein. Und bis wir dann die 23 hatten. Ja, also wir haben das jeweils so gemacht, wir sind eigentlich zuerst einfach nur wir auf die Waage gestanden, haben uns das Gewicht notiert und dann sind wir plus das Gepäck in der Hand auf die Waage gestanden und dann konnten wir eigentlich unser eigenes Gewicht abziehen und wussten so, wie schwer die Koffer sind. Und wir haben wirklich festgestellt beim Packen, das Problem ist eigentlich nicht das Volumen, sondern wirklich das Gewicht. Wenn man den Koffer wirklich total voll packen würde, sodass nichts mehr reingeht, dann wären wir garantiert über diesen 23 Kilogramm. Und wir haben die Koffer nicht direkt auf die Waage gestellt, weil wir das Problem hatten, dass die Koffer dann am Boden ankamen und das Gewicht dann nicht richtig war. Darum mussten wir das so machen. Ja. Und dann ein weiterer Schritt, den wir noch gemacht haben. Wir haben Schritt für Schritt eigentlich gepackt. Das heißt, wir haben uns zuerst überlegt, was brauchen wir relativ lange nicht auf der Reise oder was können wir erst, wenn wir am Endpunkt angekommen sind, was brauchen wir jetzt da wieder und was brauchen wir auch unterwegs oder vielleicht in den letzten Tagen vor dem Abflug noch? Ja, und so haben wir eigentlich die Koffer wie nummeriert. Wir haben den Koffer, den wir wirklich jeden Tag öffnen, weil da die Sachen für im Badezimmer drin sind, die Zahnbürsten und all das, halt, was man wirklich jeden Tag braucht. Wir haben einen Koffer, den wir doch hoffen wir dann erst in Halifax wieder öffnen müssen, mit so vielleicht Unterlagen, die man dann noch braucht oder etwas mehr Kleider oder so. Und dann haben wir wirklich 2 Koffer, die relativ lange geschlossen bleiben können, wo halt eher die Wintersachen drin sind oder ja, was haben wir da noch so drin? Ja, halt alles, was Andenken und Fotos und was halt so noch mit musste. Genau. Dann ein anderer Punkt, wie wir uns vorbereitet haben, das war eigentlich, wir wussten ja im Vornherein, dass wir zwischen Zürich und Toronto 6 Stunden Zeitunterschied haben werden. Und schon vom Reisen her wussten wir, da gibt es das Jetlag. Und das Jetlag ist ziemlich unangenehm, denn wenn man ankommt, dann ist man tot und man muss dann noch irgendwie zur Unterkunft kommen, das Mietauto abholen und so. Und das ist, da fühlt man sich, als wäre dann morgens um 2 oder um 3 Uhr. Was wir gemacht haben ist, wir sind 2 Tage vor Abflug, also eigentlich
zwei Nächte sind wir vorher in ein Hotel gezogen und haben dort angefangen, nach der neuen Zeitzone zu leben. Das heißt, wir haben uns gezwungen, möglichst lange aufzubleiben, haben versucht, noch aktiv zu sein, also nicht einfach nur vor dem TV sitzen, sondern wir sind da in der Stadt herumgelaufen, haben versucht, verzweifelt in Zürich an einem Montag und einem Dienstag irgendwie eine Bar oder etwas zu finden, was offen hat. Das war gar nicht so einfach, von wegen 24 Stunden Stadt oder so. Könnt ihr vergessen. Nach 11 Uhr war alles geschlossen. Wir haben dann irgendwo noch eine Bar gefunden, die noch offen hatte. Ja, in Oerlikon hat das eine Bar, die bis 4 Uhr offen hat. Keine Ahnung, wie die überleben, denn es hatte keine Gäste. Aber es war auf jeden Fall super für uns. Und so haben wir uns vorbereitet und sukzessive an die neue Zeitzone angepasst. Und wir hatten eigentlich so die ersten zwei Tage hatten wir ein bisschen Mühe. So waren um 9 Uhr vielleicht schon müde hier in Toronto. Aber eigentlich gerade bei der Anreise waren wir extrem froh darum, denn wir waren noch fit und konnten das Auto abholen und ja, konnten konzentriert auf dem Highway zur Unterkunft fahren. Ja, das hat sich definitiv gelohnt, vor allem auch, weil wir ja dann noch mit den Behörden etwas zu tun hatten und noch das Auto abholen und so weiter. Also für jemanden, der so eine Reise plant und nicht direkt beim Flughafen übernachtet, kann ich das nur empfehlen, das so zu machen, falls ihr Zeit dafür habt. Ja, und sonst halt auch die üblichen Reisevorbereitungen, so Unterhaltung im Flugzeug, also Netflix offline verfügbar machen oder irgendwie sowas. Ja. Oder Bücher auf den E-Reader nehmen. Laden, genau, noch Zeitschriften mitnehmen, aussuchen. Ja, so das Übliche halt. Uns hat das geholfen und vielleicht hilft es euch auch. Oder ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das jeweils macht, wenn ihr auf Reisen geht oder wie ihr das gemacht habt. Falls ihr selber ausgewandert seid, würde uns Wunder nehmen, wie das andere so machen. Falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, macht das gerne, denn wir werden euch weiter erzählen, was wir so erlebt haben, was wir so erleben werden, was wir so machen werden. Und wir freuen uns über jeden Kommentar, über jedes Abo. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr dann das nächste Mal wieder einschaltet und uns weiter auf unserem Abenteuer verfolgt auf www.schweiz-kanada.com. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!